Hallo und schön, dass ihr wieder bei meinem neuen Video vorbeischaut. Ich zeige euch heute die Bücher, die ich mir vorgenommen habe, im August zu lesen. Man weiß ja nie so ganz, ob das klappt, was man sich vorgenommen hat. Ich zeige euch sie trotzdem mal. Ich habe mich jetzt für 5 Bücher entschieden, weil ich im August ein bisschen mehr Zeit habe zu lesen als jetzt die letzten Monate. Aber ich habe mich ja trotzdem nur für 5. Also ich habe mich trotzdem erstmal nur für 5 entschieden. Vielleicht lese ich aber auch mehr, vielleicht lese ich aber auch weniger. Weil, ja, vielleicht fahren mein Freund und ich auch noch spontan im Urlaub. Das wissen wir noch nicht so richtig. Ja, deswegen sind es trotzdem 5. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Das erste Buch ist To All the Boys I've Loved Before von Jenny Han. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das dieses Jahr die 3 Teile davon schon gesagt habe. Ich glaube, es war dieses Jahr, nicht letztes Jahr. Nein, ich meine, es war dieses Jahr. Ja, auf jeden Fall habe ich halt die 3 schon gelesen, aber das Buch ist halt auf Englisch. Und ich habe mir vorgenommen, einfach wirklich Englisch zu lesen. Ich bin wirklich, habe mir fest vorgenommen, nächsten Monat dieses Buch hier auf Englisch zu lesen, weil ich einfach mein Englisch verbessern möchte. Und ich habe mir das halt wirklich fest vorgenommen, weil ich einfach es wirklich toll fände, wenn ich ja, einfach Bücher halt auf Englisch lese, weil ich auch von so vielen gehört habe, dass es in der Originalsprache am besten ist, dass einfach durch die Übersetzung manches nicht so rüberkommt. Und deswegen habe ich mir das hier vorgenommen und werde euch auf jeden Fall berichten, ob es klappt, ob ich weiter als 5 Seiten oder so komme. Und wie dann, ja, wie ich halt einfach damit so klarkomme, weil mein Englisch ist halt wirklich nicht das Beste. Also ich habe die Grundkenntnisse und ich habe schon mal ein paar Serien so ein bisschen auf Englisch geschaut, aber dann halt mit deutschem Untertitel. Das hat so ganz gut geklappt, aber da war halt auch noch der deutsche Untertitel. Ich denke auch, dass ich halt hier viel mir noch dann übersetzen muss. Also manche Wörter, die ich dann halt nicht kenne, aber ich hoffe, dass das einfach mit der Zeit besser wird und freue mich darauf und bin sehr gespannt, ob es alles so klappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann ist das nächste Buch auch erst gestern. Nee, vorgestern. Das nächste Buch ist vorgestern bei mir eingezogen. Oder am Donnerstag? Ich weiß es gerade nicht mehr so genau. Auf jeden Fall die letzten Tage. Nämlich Das Labyrinth des Fauns von Cornelia Funke und Guillermo del Toro. Also ich glaube, ich habe ihn falsch ausgesprochen. Das tut mir sehr leid. Das Buch ist halt vor kurzem bei mir eingezogen und ich habe da jetzt auch schon sehr viel von gehört. Da gibt es ja auch einen Film zu. Ich glaube, er heißt Pans Labyrinth. Ich bin mir jetzt gerade echt nicht ganz sicher. Den Film habe ich auf jeden Fall aber noch nicht gesehen. Ich glaube, er ist auch schon was älter. Also ich glaube, er ist schon ein paar Jahre alt. Ich weiß es aber auch nicht so genau. Ja, das Buch habe ich mir aber vorgenommen zu lesen und bin da sehr gespannt drauf, weil auch einfach dieses Cover finde ich so interessant und schon so ein bisschen mysteriös aussieht. Also so, ja, sehr interessant finde ich. Deswegen bin ich da gespannt drauf, wie es mir gefällt und werde euch berichten darüber. Dann kommen wir zu Paper Princess, die Versuchung von Erin Wedd. Und auch darüber habe ich jetzt gerade in der letzten Zeit sehr viel auf Instagram gesehen über die Reihe. Also die gibt es ja jetzt auch schon. Ich weiß gerade nicht, wann sie. Auf jeden Fall ist es sie jetzt nicht. Ja, hier 2016. Also ich glaube, die gibt es ungefähr. Hier steht aber 2017. Ah, egal, auf jeden Fall gibt es sie auch schon 1, 2 Jahre oder so. Ja, ich habe da aber so auch vorher schon viel von gehört und bin sehr gespannt, weil da auch wirklich sehr viele verschiedene Meinungen zu existieren. Und ich bin sehr gespannt, wie meine Meinung zu diesem Buch ist. Ich sage heute irgendwie sehr oft das Wort gespannt, aber egal. Ja, ich finde nämlich auch hier hört es sich sehr interessant an, weil es um einen, ja, es geht halt um ein Mädchen. Ella und um. Ich lese einfach mal den Klappentext vor. Seit dem Tod ihrer Mutter schlägt sich Ella Harper alleine durch. Tagsüber sitzt sie in der Schule, nachts arbeitet sie in einer Bar. Dann steht plötzlich der Multimillionär Callum Royal vor ihr. Er behauptet, ihr Vormund zu sein und nimmt Ella kurzerhand mit in seine Villa. Aus ihrem ärmlichen Leben kommt Ella in eine Welt voller Luxus. Doch bald merkt sie, dass mit dieser Familie etwas nicht stimmt. Callums 5 Söhne begegnen ihr mit Feindseligkeit. Besonders einer von ihnen macht Ella das Leben schwer. Und trotz
trotzdem knistert es gewaltig zwischen ihnen. Ob aus Hass noch Liebe werden kann? Also ich finde, das hört sich sehr spannend an, einfach weil dieses Mädchen oder halt diese Frau Ella in so ein Luxusleben reinkommt. Deswegen finde ich, hört sich das so spannend an und bin sehr gespannt darauf, wie mir das Buch gefällt. Dann habe ich mir noch vorgenommen, ein Buch von Brittany C. Sherry zu lesen, nämlich Deine Worte in meiner Seele. Und falls ihr mein letztes Lesemonat-Video gesehen haben solltet, wisst ihr, dass Brittany C. Sherry zu meinen neuen Lieblingsautorinnen gehört. Und deshalb bin ich umso gespannter auf dieses Buch. Das ist ja das, also ein anderer, also der neue Titel, ich glaube vorher hieß es Verliebt in Mr. Daniels, und ich finde, da dieser Titel lässt halt schon so ein bisschen erahnen, worum es geht, nämlich, also ich vermute einfach mal, es geht um einen Lehrer und einer Schülerin, und da werden wahrscheinlich auch sehr viele, ja, Konflikte dann halt sein, also Probleme, die halt in diesem Buch auftauchen, und ich bin echt gespannt, wie Brittany C. Sherry das hier umsetzt. Da piept gerade meine Spülmaschine, falls ihr es hören solltet. Ja, ich bin sehr gespannt, wie Brittany C. Sherry das in diesem Buch umsetzt. Habt ihr auch schon wahnsinnig viel von gehört. Ja, und freue mich darauf, dieses Buch zu lesen und hoffe, es ist genauso wie die anderen Bücher, die ich bisher von ihr gelesen habe, und dass ich es genauso lieben werde. Als letztes kommt ein Buch, was ich schon mal gelesen habe, aber es ist halt schon ein bisschen länger her, nämlich den ersten Teil der Mythos Academy Reihe Frostkuss von Jennifer Estep. Und da bin ich, also ich freue mich da einfach so, so sehr drauf, dieses Buch zu lesen, weil es ja etwas mit der griechischen Mythologie zu tun hat. Und ich weiß, dass ich, als ich das damals gelesen habe, mir auch richtig gut gefallen hat. Ich habe aber eben nicht weitergelesen, weil andere Bücher dazwischen kamen. Und da ich jetzt aber halt auch noch zwei weitere Teile hier in meinem Regal stehen habe und ich wirklich gerne weiterlesen möchte, habe ich mir vorgenommen, vorher noch einmal den ersten Band zu lesen, weil ich nicht mehr so ganz genau ins Detail weiß, was nochmal alles passiert ist. Und bevor ich immer wieder spekuliere, ja, was war da jetzt nochmal, habe ich mir einfach gedacht, ich lese den ersten Teil einfach nochmal und freue mich darauf, weil es einfach so, ja, eine Geschichte über griechische Mythologie ist und ja, ich mich darauf sehr freue, weil ich die griechische Mythologie einfach wahnsinnig spannend in Büchern finde, was ihr wahrscheinlich schon vorher wisst, weil ich auch das öfters in Videos erwähne. Und lasst es euch wissen, wie mir dieser Reread gefallen hat. Das war's jetzt mit den Büchern, die ich mir vorgenommen habe, im August zu lesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!